Hi! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Road to Division 1 mit Etienne und mir. Hallo. Wie geht's dir, Eddie? Voll scheiße, ist alles scheiße. Ist alles, die ganzen Studenten sind scheiße. Hallo, guten Morgen. Ich bin nicht Eddie. Haben wir euch gefoppt. Alle reingelegt. Oh, das ist der Daniel Buddymann. Guten Abend. Der gerade ins Zimmer kam und gesehen hat, ach, spielst du jetzt Road to Division 1? Darf ich mitspielen? Natürlich darf er mitspielen. Ja. Wann hast du das letzte Mal FIFA gespielt? Mit euch privat vor 22 Jahren gefühlt. Ja. Nee, realistisch gab es vor 4-5 Monaten oder sowas. Ja, ist eine Weile her. Ja. Ich habe mir FIFA dafür extra geholt, weil ich mir vorgenommen hatte, wieder öfter mit euch zu spielen. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Einfach nur Geld digital verbrannt. Als ob man so 70 Euro in die Konsole reinschiebt und sie wird zerschreddert. Scheiße. Echt. Naja. Aber eines Tages. Ja. Dafür darfst du heute ja dabei sein. Ja, das entschädigt dich für alles. Du bist Dortmund-Fan. Ja, doch. Auf jeden Fall. Deswegen spielen wir heute mit Dortmund. Das ist schön. Was insofern auch bitte als Geste verstanden werden darf, als dass der HSV am Wochenende gegen eben jene Dortmunder Mannschaft antreten muss. Ja. Von daher ist es für mich jetzt eher vielleicht auch so ein bisschen Spionage. Ja, das ist gut. Ne? Ja, das ist gut, ne? Gut, ich werde einfach mal versuchen, ob wir... Ich weiß gar nicht, ist der Reus wieder fit oder nicht nach seinem Pferdekuss? Ich hoffe nicht, weil Reus ist der beste ist Spieler. Ne? Ja, er ist und gefährlich für dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn er... Also nein, er ist ja nicht nicht verletzt. Aber wenn er das eine Spiel noch pausiert, würde mich das wirklich nicht stören, ja. Herr Reus. Wenn sie dann vielleicht... am Wochenende noch einen Pferdekurs hätten. Okay. Geht schon direkt los, oder was? Ja, ich habe jetzt mal versucht, Gegner zu finden, die auch mit Gast spielen. Ja. Das ist aber sehr schwierig. Meistens findet man keinen, deswegen werde ich es, wenn es jetzt nicht klappt, gleich zurückstellen. Aber okay. Ich habe mir gedacht, probieren wir es einmal aus. Ja, weil es ist schon ein Unterschied, ob du Tour on Two spielst oder Tour on One. Das ist ein Unterschied. Gerade wenn du halt noch nicht so oft miteinander spielst, wie wir beide, dann und die Automatismen fehlen. Nö, aber wieso? Wir können es ja einfach mal versuchen. Ich weiß gar nicht, wo steht ihr denn überhaupt jetzt gerade? Wir sind in Liga 8. Ja. Wir sind bereits sicher aufgestiegen. Wir haben noch 3 Spiele Zeit, um den letzten nötigen Sieg für den Meistertitel zu bekommen. Ja. Das heißt, ich zeige es dir hier einmal, aber dann lädt er immer so. Aber ich zeige es jetzt einmal da. Ja. Wenn wir noch 2 Punkte brauchen wir noch. Mit 15 gibt es den Meistertitel. Mhm. Und sind aber schon sicher aufgestiegen, also es ist total entspannt. Das heißt, ich kann alles kaputt machen, theoretisch? Nee, du kannst einfach für nichts kaputt machen. Schade. Da möchte ich vielleicht doch nicht mehr mitspielen. Also du kannst den Meistertitel kaputt machen, das kannst du machen. Ja. Aber wie sicher wäre der Meistertitel denn gewesen, wenn Eddie jetzt hier säße? Naja, die Bilanz der Saison ist 4-1-2. Das ist gut, ne? Und laut Prognose des Computers, die er immer anstellt, werden wir auf jeden Fall Meister. Ich bin gespannt. Du bist übrigens blau und ich bin rot, weil Eddie ist eigentlich immer blau. Das ist nicht so schlimm. Haben wir das Delay-Problem oder denn inzwischen in den Griff gekriegt? Also manchmal ruckelt es, manchmal nicht. Okay, gut. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen verzögert aufgrund des Scan-Converters, den wir dazwischen gestellt haben. Ist ganz schön dicht dran, ne? Ja. Ist doch schön. Ja. So, okay. Genau, wir spielen Dortmund und wir spielen, gegen wen spielen wir denn hier? Gegen Atletico Madrid. Okay. Wir spielen übrigens... Mein Pad ist nicht angeschlossen. Nimm das andere. Eins von denen läuft. Ja, ja. Das läuft? Okay. Ist es da. Gut. Ja, hat schon mal gut funktioniert, ne? Ja. Ich köpfe. Ja, wir spielen übrigens in der Mitte mit Ramos, der ja leider überhaupt nicht zum Zuge kommt. Aber der ist halt kopfballstark. Und deswegen spielt der vorne drin, damit man auch mal Flanken machen kann. Und Reus spielt direkt dahinter, sozusagen als hängende 10 oder hängende 9 oder meinetwegen auch als klassischer Zehner, wie man will. Oh. Entschuldigung. Ich habe gedacht, das wäre cool. Du weißt, du musst mir viel sagen, ne? Das ist dir bewusst. Darf ich das dann auch? Ja, natürlich. Weil Eddie darfst du das nicht. Dann ist er immer bei mir, ein bisschen böse, du das mit mir. Ja, Eddie ist generell böse, oder nicht? Mit vielen. Ja. Aber speziell FIFA und ich, das ist ja bei Eddie und mir immer so eine gewachsene Geschichte. Ja, auf jeden Fall. So, genau. Und weil Reus muss natürlich da vorne rein, weil der einfach Killer ist. Das ist einfach der Beste. Nee. Schade. Ich dachte, du drehst wieder um direkt. Wollte ich. Hab ich nicht geschafft. Ist egal. Alles gut. Genau, auf den Außen mit Aubameyang auf links, weil der ist unfassbar schnell. Das heißt, wir können da echt über links, wenn der Platz hat, kann er einfach an allem vorbeilaufen.
Sehr schön, Bootylicious. Und genau, und deswegen vielleicht so ein bisschen über Aubameyang, über links. Rechts spielt Błażejkowski, der jetzt auch nicht schlecht ist, aber der natürlich bei weitem nicht so schnell ist wie... Kommt. Jetzt, oh doch, den kriege ich noch, sehr schön. Kann gut. Oh, zu weit vorgelegt, ich wollte direkt Heber machen. Aber fantastisch gespielt, fantastisch gespielt, Herr Budimann. Sie haben sehr viel Talent. Danke. In diesem einen Pass schon. Lob ist wichtig, das weiß ich. Ja, ich weiß. Das war schon mal nicht so gut, ne? Aber hinten rum. Oh. Vorne rum. Vorne rum? Ja, das war alles jetzt nicht so pralle. Ist egal, wir haben den Ball. Ich muss auch echt erstmal wieder hineinwachsen in dieses Spiel. Oh. Merkst du, dass das unflüssig läuft? Ja, klar, natürlich. Das ist unangenehm, ne? Weil das ist. Weil gerade bei FIFA ist das Timing halt so wichtig. Und wenn du dann jedes Mal, das irgendwie eine halbe Sekunde verzögert ist. Hab ich gekriegt. Komm. Ah. Er passt ganz gut auf. Oh, das war ein bisschen gefährlich. Mit dem Torwart rausholen übrigens. Ja. Da muss man immer. Kannst du auch gucken, wenn du aufs Tor läufst und du merkst, er zieht den Torwart raus oder so. Lupfen, ne? Ja, lupfen oder halt an ihm vorbeilaufen oder so. Also immer ein waches Auge auf dem Radar haben in solchen Situationen. Ja. Ja. Wegen Spielerwechsel etc. habt ihr euch da irgendwie gesondert abgesprochen? Irgendwas, nö, was ich beachten muss? Nö, überhaupt nicht. Also okay. Das machen wir. Ich habe eingestellt bei dir, wie es bei mir ist, und zwar, dass der bei Bällen in der Luft wechselt, damit man eben bei Kopfballduellen und so dann auch ins Kopfballduell gehen kann, aber ansonsten manuell, und dann Eddie und ich machen immer nach Gefühl. Shit. Ist er jetzt weg? Hallo? Ah, zu steil. Alter, ah, schade. Okay. Ja, er holt den Ball halt immer, den Torwart immer gut raus, ne? Ja, aber. Ups, das war zu viel, Entschuldigung. Problem. Top. Jawohl. Ah, das war, der war gedeckt, ich habe trotzdem angespielt, das war dumm von mir. Hast du. Weinfeller. Sehr gut. Das, wie lustig, ich habe das einfach wirklich ewig nicht gespielt und wie viel Spaß ich gerade habe. Ja. Oh. Sieht man vielleicht nicht, wie viel Spaß ich habe, aber ich habe sehr viel Spaß. Das ist gut, das ist wichtig. Das ist ein Konzentrationsmerkmal. Bleib stehen, gerade. Bleib stehen! Ja, ist so, wenn man nicht redet, dann ist es, hat man am meisten Spaß, weil dann ist man so konzentriert, dass man keinen Bock hat, jetzt irgendwie noch rumzulabern. Das ist natürlich für die Zuschauer blöd. Ja, das ist bei Battletoads und Battlemaniacs so geil. Da geht wirklich, da kannst du nicht bei reden, das geht nicht. Ah, zu schwach, sorry. Zu spät gemacht. Kommt. Komm. Ah. Aber auch abseits, ja. Da hatte ich jetzt im Radar gesehen, dass es möglich ist. Aber soll ich sowas tun oder soll ich lieber sicher spielen? Also, das ist die Frage. Es gibt bei Dortmund mit den schnellen, Aubameyang und so, da kann man auch mal viele schnelle Bälle. Ich mag aber auch gerne durch. Ja, wenn man ein bisschen mehr kombiniert und nicht immer nur dieses Run and Gun macht. Okay. Das ist halt bei FIFA auch echt weit verbreitet. Weißt du, dass man immer nur so. Ja, klar. Ah, sollte auf den anderen kommen. Von daher mag ich das ganz gerne auch ein bisschen zu kombinieren. Aber das ist je nach Spielsituation kann ja immer unterschiedlich sein. Man muss sich auch erstmal wieder auf uns einstellen, ne? Genau. Ist immer wichtig. Guck mal, jetzt liegt der Ball da noch. Oh Gott. Achso, jetzt habe ich auch zurückgezogen. Ah, das war dumm. Okay. Aber immer wieder diese Ruckler zwischendurch, das ist echt unschön. Das hat natürlich jetzt nichts mit einem Offline-Spielgefühl zu tun. Also wenn man FIFA Offline spielt, das ist ein komplett anderes Spiel. Mit Ecke. Boah, da wurde ich geblockt. Kommt oben hin. Ich glaube, das war gefährlich sowas. Ich glaube, das war auch Hummels oder. Also das war auch der Innenverteidiger. Genau, Subotic. Der hat da gar nichts verloren. Ich bin außerdem mit dem vorgeprescht. Scheiße. Ja, das war doof. Tut mir leid, Nils. Ey, du, ist nicht schlimm. Alles gut. Wir werden das noch aufholen. Ja.
Na gut. Guter Motivator bist du. Scheiße. Mann, ey. So. Ich muss tatsächlich auch mich an diese Verzögerung gewöhnen. Oh, den habe ich auch direkt gespielt wieder. Kommt natürlich nicht an, das ist ein bisschen nervig. Hol ich? Dann gehe ich mal in die Mitte. Okay. Zu spät. Alles gut. Oh. Regnet aber auch, ne? Ja, regnet, schlechtes Wetter, es ist natürlich jetzt sehr langweilig, dass er so hinten rum spielt. Ja, war zum warm werden. Also es dauert ja auch immer eine Weile, bis man wieder reinkommt, ne? Mhm. Guck mal so ein bisschen in den Chat. Und, was sagt der Chat? Die beschimpfen mich. Ist ja gemein, habe ich gelesen. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe gesehen, dass du total der Teamplayer bist. Also, dass du dich immer so nett entschuldigst. Buddy spielt ja echt gute Bälle, steht da. Komm, weiter. Anpfiff. Buch ja. Mein Ziel ist es, ein Tor zu schießen. Das ist immer mein Ziel. Nein, das Team. Wir sind. Guck mal, das ist im Team Two on Two ist es scheißegal, wer das Tor schießt. Ja, das stimmt natürlich. Weil oft ist sogar die Vorlage eigentlich das Entscheidende. Das Wichtigere. Ja. Deswegen solltest du dir nicht so individuelle Ziele setzen, sondern sagen, als Mannschaft definiere ich ein Ziel. Alles klar, Trainer. Werde ich tun. Komm jetzt her. Ja, ich denke mal hier mittig ein bisschen ab, ne? Boah, das ist echt. Oh. Warte, ich drehe um und laufe jetzt in die andere Richtung. Jo, nee, ja, schade. Hätte ich flach machen müssen oder was? Naja, das, bei diesen hohen Bällen ist halt das Timing unfassbar wichtig. Du darfst eigentlich erst spielen, wenn ich so auf Höhe des Abwehrspielers bin, weil dann kann ich mit meinem Geschwindigkeitsvorteil hinter die Abwehr kommen. Sobald du den Ball so spielst, wird der Abwehrspieler den immer abfangen, weil er einfach zu gut zum Ball steht. Deswegen ist es bei solchen Pässen, das Timing ist das A und O. Ja. Was war das denn jetzt? Was? Ach, Herr Schiedsrichter, das ist doch albern. Aber echt? Ja. Nee. Ja. Nee. Kannst du ja mal versuchen. Ja. Griezmann, Antoine Griezmann. Da kommt er hin. Ah, schade. Das sollte eigentlich woanders hingehen. Naja, passiert. Er baut natürlich auch immer sehr ruhig auf. Ist das ein Spieler jetzt, oder? Ja. Oh, das ist auch mal so albern. Ach komm, das ist doch lächerlich, echt. Ja, blöde Kollision zwischen den beiden Spielern. Mario Mandzukic. Mhm. Ach Mann, ey. Für die Bayern zu schlecht. Für uns gut genug. Ja, da. Prallt von dir ab. Mein Spieler in der Animation lässt ihn auch abprallen. Ist natürlich total bescheuert. Ah, der sollte da auch nicht hin. Naja, wir finden uns noch. Ja. Vielleicht ist Dortmund auch nicht so die richtige Mannschaft für uns beide. Ich weiß es nicht. Boah, doof. Aber jetzt ist er natürlich auch ein bisschen hochnäsig, weil jetzt führt er, jetzt denkt er. Das ist halt genau die Aktion. Timing ist halt so nervig. Du ziehst den Ball nach hinten und du weißt eigentlich, bei einer stabilen Verbindung ist das kein Problem, aber hier dauert das so lange, dass er dann auf einmal weg ist. Doof, hätte ich nicht machen sollen. Uiuiui. Kommt direkt. Ey. Alles gut. Ärgert mich nur.
Hat er gepasst, aber der hat noch so einen Schritt gemacht. Wofür haben wir jetzt einen schönen Einwurf? Das ist schön. Guck mal, läuft da hinter die Bande da, um sich den Ball abzu. Was ist das für ein Scheiß? Jetzt läuft er da hin, ey. Guck mal, was ist das für Zeit? Die Zeit läuft weiter. Zeitspiel. Er ist so schnell, er läuft hier an allem vorbei. Und dann macht er eine fantastische Flanke, weil er einfach einen perfekten linken Fuß hat. Ja, das, ey, das zum Beispiel auch, warum, ne? Teilweise dann gucken, so dödelt sich das Tor dreimal an und dann sagt einfach der Computer, komm, weißt du was, nächste Unterbrechung zeige ich es noch ein viertes Mal. Ja, wie bei einer Fernsehübertragung. Ja. Ne? Nochmal Zeit. Noch mehr zu dissen. Oh, ja. Yeah. So, ein bisschen offensiver spielen. Ja. Die stehen ja auch alle mal so dumm rum. Die sollen sich mal ein bisschen bewegen, ein bisschen Vorchecking machen, ey. Leck mich am Arsch, ich park den jetzt hier vorne. Sollte doch. Dann gehen wir jetzt mit ein bisschen mehr Risiko, dann haben wir vielleicht hinten nicht immer Überzahl, aber mir geht's auf die Eier. Oh. Alter. Alter, Alter. So, jetzt komm. Was? So, sehr offensiv. Ich mach mal hier mit Aubameyang. Gehe ich mal hier schon nach links unten, ne? Ja. Für alle Fälle. Aber jetzt macht der schon so Kurzecken, nerv. Schön. So. Oh, bitte, komm, den kriegst du noch. Ja. Kommt. Oh, nee. Ach, scheiße, nee, sorry. Nee. Was hätte ich denn da jetzt zum Beispiel besser machen können? Naja, also zum Beispiel in Fußspielen mit X. Also die, das ist oft einfach auch besser, weil dann kommt der meistens eher an, ne? Also nicht in Lauf, logischerweise. Nee, also das ist halt immer, dieser Ball in Lauf, der wird, glaube ich, auch von manchen immer zu oft benutzt, weil er natürlich so immer den Geschmack hat von, ich laufe allein aufs Tor zu oder so. Aber wenn du siehst, ich komme nicht hinter den Verteidiger oder ich laufe nicht in den freien Raum rein, dann ist ein Pass in freien Lauf eigentlich blöd. Da würde ich immer lieber den Ball in Fuß spielen. Aber klassischen Pass meinst du, oder was? Ja, in dem Fall jetzt mit A, einfach den klassischen Pass spielen und nicht immer diesen Pass in Lauf. So. Ja, okay. Come on. Schnelles Tor machen jetzt. Das Hummels? Oh, was war das denn für ein Ball? Das wäre völlig bescheuert. Der sollte überhaupt nicht hingehen. Oh, nervt. Ah, der macht natürlich jetzt. Ja, du kannst dich natürlich, wenn du Bock drauf hast, den Ball halt echt ewig halten, ne? Das ist einfach nervig. Geh du mit. Nee. Ach Mann, ey. Vielleicht nehmen wir wieder Rom. Ich finde Dortmund auch so irgendwie so ein bisschen, spielt sich irgendwie so zittrig. Zitterig? Ja, irgendwie so instabil, so wie so, wenn man auf Eis fährt. So irgendwie. Spürst du diese Unterschiede so krass? Ja, ich meine, es liegt natürlich auch viel an der Verbindung. Oh Mann, der nervt so mit seinem scheiß Zeitspiel, ey. Ich meine, ist ja nicht verboten, aber irgendwie ist das nervig. Führst mit zwei Toren, Junge. Mir den Ball jetzt. Ach, das, jetzt sollte. Gut, ich meine Subotic. Aber die Bälle kommen auch bei mir noch nicht so, wie ich sie gern hätte. Es ist oft so, dass ich denke so, nee, so wollte ich ihn nicht. Was du halt bei FIFA auch krass hast, ist so Momentum. Ja. Oh Mann, ey. Dass die Mannschaften. Ja, ich habe mal so gegen einen Kumpel so 4 Spiele gemacht und das ist so krass, wie das teilweise... Mach es. Boah, Alter. Das ist so krass, wie das teilweise vom Computer reguliert wird. Ja. Das ist schlimmer als bei Mario Kart. Wirklich. Also wie, so Handicap-mäßig oder was? Ja, total. Also die...
Computer verstolpern dann alles oder die zweiten Bälle kommen nicht an oder so. Wo du am Anfang ein bisschen, du denkst, du bist paranoid, so, weil du bemerkst es und denkst, es kann doch nicht sein, dass die das so programmiert haben. Jetzt ist der Typ rausgegangen, jetzt stellen wir halt auch einfach mal um. Aber es ist wirklich so, es ist fürchterlich. Wie das rausgegangen? Er macht Pause. Nee, er macht jetzt Pause mal, der will vielleicht noch ein bisschen trollen oder was? Rumtrollen, ja. Keine Ahnung. Stellen wir auch mal ein bisschen um. Ja, ich meine, der ist Kopfballstärker, aber er kann auch nicht mehr. Machen wir mal Immobile rein, ist auch egal. Immobile! So, na gut. Oh Mann, jetzt. Oh, Typ. Ein sehr freundlicher Herr. Ich mache mal das Spiel fort, das ist vielleicht. Der macht original eher 90. Minute. Weißt du, normalerweise, ich meine, wir sind jetzt. Freundlich. Können jetzt hier die Zeit nicht verschwenden, aber ja. Wenn ich jetzt zu Hause wäre und ich hätte Zeit und man hat ja aber nie Zeit, dann würde ich auch jetzt meine 3 Pausen nutzen. Ja. Um den zu ärgern. Aber eigentlich ist es auch Schwachsinn, ne? Weil man ärgert sich selbst damit ja auch. Das ist ja auch meine Lebenszeit. Mhm. Und mir persönlich ist meine Lebenszeit sehr viel mehr wert als seine Lebenszeit. Von daher ist es für mich dumm, wenn ich jetzt so reagiere. Aber das macht einen wahnsinnig. Ich meine, es ist 90. Minute. So. Was soll denn das? Und was ist, wenn es wirklich dringende Sachen sind? Ja, aber was soll denn 10 Sekunden vor Schluss jetzt so dringend sein? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Nee, akzeptiere ich nicht. Ist er Notarzt? Nee, akzeptiere ich nicht. Man muss schnell 2 Menschen wiederbeleben. Ja. Sehr schnell. Nee? Unwahrscheinlich, ne? Oh, sehr unwahrscheinlich. Wie heißt denn der Kollege? Nee, wollen wir nicht sagen, es ist auch nicht zum auch Cybermobbing. Ja. So. Mann. Wie heißt er denn? Trollen wir den alle? Nein. Ja, komm. Machen wir noch eins, ne? Oder was? Nils. Guck mal. Schon. Ja, wir haben noch einen. Eins müssten wir theoretisch noch gewinnen, um sicher Meister zu werden. Das war's, ne? Ja, also genau. Wir haben jetzt noch 2 Spiele. Theoretisch 2 Unentschieden würden auch reichen. Ja. Ich stelle mal ein bisschen um. Huch, achso, möchtest du schon probieren? Stellst um. Ja, ich habe also dieses 4-5, das ist das Standardsystem, habe ich auch gerade, hat einer im Chat geschrieben, das nicht so gut funktioniert. Das mag auch so sein. Was? Gäste können. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wir gehen kurz in die Werbung, stellen das hier ein bisschen um und dann sind wir gleich wieder da und dann das zweite Spiel ist das beste Spiel. Wahrscheinlich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss.